Servus. Ich bin der Basti. Ich bin ein erfolgreicher Unternehmer. Nur eine Wurst pro Person. Warum? Weil ich nicht will, dass meine Fahrer fett werden. Ein Genießer. Was ist denn das für Bier? Das ist ein Weißbier, Champagnergärung in der 03er Flasche. Und auch sonst. Wollen wir nicht ins Bett, Basti? Passt schon alles soweit. Von mir aus könnte das Leben immer so weitergehen. Wer bist denn du? Erinnerst du dich nicht mehr an Vanessa aus Bitterfeld? Vor 18 Jahren war sie in München auf Klassenfahrt. Ich bin deine Tochter. Also das ist die Dina aus Bitterfeld. Ja, da ist mein Vater, ich bin seine Tochter. Das ist mein Sohn Paul, dann bist du sein Opa. Also das war jetzt, kurz gesagt, scheiße. Aber das war erst der Anfang. Wenn du keine Unterhaltsklage am Hals haben willst, gibst du Dina, sagen wir mal, 15.000. 15.000? Boris Becker hat für seine Tochter 1 Million bezahlt. Aber dafür muss der jetzt auch Baumarktwerbung machen. Kannst du mir vielleicht mal verraten, wie ich das Nektarius beibringen soll, dass er mit deinem Urgroßvater in die Kiste geht? Mein Opa ist ein Schwuchtel. Das hört er gar nicht gern. Was, Schwuchtel? Nee, Opa. Na, geht heute Abend noch ein bisschen schwufen? Ja, auf Paul, passt du halt auf. Saubere Fläschchen sind in der Küche. Milch, nicht zu heiß und nicht zu kalt. Und was ist, wenn er schreit? Dann gibst du ihn in die Brust. Basti, das ist dein eigenes Fleisch und Blut. Das ist das Größte, was einem überhaupt passieren kann. Du hast nie von sie gewusst. Natürlich habe ich von dir gewusst. Ich hätte am liebsten die Zeit zurückdrehen, aber das kann ich nicht. Immerhin ist er mein Vater. Jetzt mach's mal nicht so spannend, Papi. Nenn mich bitte nicht Papi. Oh. Oh.